Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen. Ich zocke jedes NES-Game, das ich in die Finger bekomme. Und deswegen auch Fisher-Price I Can Remember. Ein wunderbares NES-Spiel für, ich schätze mal, Sechsjährige. Schaut mir nach Vorschule aus. Mal schauen, 5, 6-Jährige, so in der Art. Zahlenraum bis 12. Naja, da stimmt dann Vorschule nicht mehr ganz. Na, sagen wir mal Vorschule bis erste Klasse. Ja, schneiden wir mal rein und geben uns hier den großen Vorschulspaß. Die Musik ist ja schon mal super. Kopfhörer gescheit aufsetzen. So, da. I can remember, Fisher-Price, please press any button to continue. Na gut, okay, das please habe ich dazu erfunden. Egal. Brauchen wir Erklärungen? Was zum... Ich drücke Select und das passiert. Kein gutes Geräusch. Egal. Weiter geht's. Was sagt das? Keine Ahnung, was soll dieses Geräusch? Ja, kann man auch zu zweit spielen. Ich spiele es alleine. Okay, Player One. Okay. Gegen Computer, wie ist recht. So, das ist der gute Rob64. Rob64 gibt es natürlich nicht. Belasten wir es mit Rob. Level 1. Fangen wir mal leicht an. NES-Spiel ist nicht mehr so schwer. Und machen wir mal Level 1. Okay, Round 1. Was suche ich hier aus? Was ist das? Und Leute, jedes Mal, wenn ich hier switche, ist die Hintergrundmusik weg. Furchtbar. Ja. Ganz tolles Game Design. Not. Ah, was ist das? Ah, das ist ein Memory, oder was? Ah. Mixer, Flugzeug. Das ist ein furchtbares Geräusch. Ich bin furchtbar schlecht in Memory, Leute. Ich bin furchtbar schlecht. Ich kann mich noch erinnern, mein 4-jähriger Sohn hat mich schon in Memory geschlagen. Also. Okay, das kenne ich auch noch nicht. Nein. Das sind doch alles verschiedene. Bowling? Hatten sie schon Bowling? Ja, Flugzeug hatten wir schon. Okay, Flugzeug hatten wir schon. Flugzeug war da oben. Genau. Super. Also, das Audio ist wirklich die Grätze. Das Audio ist wirklich die Grätze. Ah, den hatten wir auch schon. War der da? Na, der war da. Links daneben war der Mist. Ja, wie gesagt, es ist wirklich peinlich, wie schlecht ich in Memory bin. Ich sollte mich vielleicht auch ein bisschen mehr bemühen, aber es ist... Memory spielen und quatschen gleichzeitig, das ist nicht drinnen einfach. Die Kasse, die hatten wir natürlich auch schon da irgendwo. War die da? Ja! War ja mehr Zufall. Ah, bitte, dieses Geräusch, Leute. Ich muss dieses Geräusch leise drehen, ich halte das nicht aus. Das sprengt mir die Ohrwascheln weg. Diesen Mixer hatten wir, glaube ich, da. Jawohl. Aber was sollen diese Zahlen, die da drüber liegen? Die geben doch irgendwie überhaupt keinen Sinn, dass wir da. Subi. Und dann hier. Ja. Okay, ist ein Memory, aber was hat das mit den Zahlen hier zu tun? So zwanghaft Zahlen draufschreiben, damit man sagen kann, es ist pädagogisch noch wertvoller, aber hat doch keinen Nutzen irgendwie. Ich würde gerne was anderes jetzt machen. Nein, ich mache das jetzt ganz bestimmt nicht nochmal. Ich resette hier das Ding mal. Ich glaube, ich komme nicht anders zurück. Ich resette einfach, was soll's. Ja, Fisher-Price. Education-Serie. War nicht diese Education-Serie von Nintendo, die ist nicht schlecht. Also die Education-Serie von Nintendo selbst am Ende, das ist ja ganz nett. Da gibt es zum Beispiel dieses Donkey Kong Mathe, das fand ich ganz nett.
Oder ist das jetzt nur Memory und das war's? Nein, oder? Ich fürchte, das war's vielleicht. Play Game. Ein Spieler. Alleine. Okay, muss ich meinen Namen wieder eingeben? Der Blödel merkt sich das natürlich nicht. Ist klar. Das Error-Geräusch stammt aus direkt aus der Hölle, Leute. Level 2. Ich nehme. Was machen wir jetzt? Es ist wieder Memory. Okay, dieses NES-Spiel besteht rein aus Memory. Okay, es heißt auch I Can Remember. Und Memory dürfen sie es nicht nennen. Man darf kein Spiel mit dem Namen Memory machen. Weil da hat Ravensburger das Copyright. Ich wollte selbst schon mal ein Memory programmieren. Und hab's auch gemacht. Und deswegen weiß ich das, dass man es nicht Memory nennen darf. Sonst wird man rucki-zucki von Ravensburger verklagt. Ja, ja. Schlimme Sache. Jetzt hätte ich habe jetzt nur aufgepasst und nur gequatscht, denke ich, die ganze Zeit. Feuerwehr. Golfplatz. Oh ja, den Golfplatz, den haben wir schon. Den Golfplatz, den haben wir schon gehabt. Das war das allererste. Ja, Golf. Mit Golf, da kenne ich mich aus. Golf am Computer liebe ich sehr. Memory doch nicht so sehr. Die Reime sind zu schlecht wie das Spiel. Auto. Aber den haben wir schon gehabt. Den haben wir schon gehabt. Der war doch da. Links da. War der nicht da? Da? Jawohl, da war er. Spannend, Leute. Spannend. Und die Grafik ist eigentlich auch. Eigentlich ist an diesem Spiel alles schlecht. Ich dachte, da kommt jetzt wirklich irgendwas mit Zahlen. Aber die Zahlen haben doch überhaupt keine Relevanz. Dieses Auto hatten wir schon. Ah, wo war denn das Auto? War das da? Ja. Ja, nicht Game Design mäßig. Ja, okay, es gibt Punkte, aber das reicht halt auch nicht. Ach, das war's nicht. Ja, den haben wir schon gehabt. Ich weiß noch nicht mehr wo. Egal. Rollschuh, okay, das war da. Ja, Game Design mäßig wirklich nichts Besonderes. Man kriegt Punkte, das ist auch einzig, aber ich kann mit den Punkten nichts machen. Wenn ich mir jetzt mit den Punkten irgendeine neue Motive kaufen könnte, irgendwas, aber so ist es ja einfach nur nutzlos. Okay, jetzt habe ich keine Erinnerung mehr, was da irgendwo ist. Da ist der Tisch, okay. Was war unter der 3? Die Fotokamera. Ich bin erstaunt, dass schon 8 Minuten um sind. Was ich damit sagen will, es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres, aber. Ja, also, gerade aus pädagogischer Sicht. Das. Ich finde es einfach nur ein bisschen eine Verarsche mit den Zahlen, weil. Ja, die sind da, aber. Sie werden nicht eigentlich eingebunden. In keinster Weise. Super, jetzt geht's Runde Nummer 2. Super, wie viele Runden gibt's? Weiß man nicht. Will ich das rausfinden? Nein, will ich eigentlich nicht. Fisher-Price, I Can Remember für den NES. Naja, Leute, schwach irgendwie, schwach. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet von Fisher-Price. Da habe ich dieses, ich glaube, dieses komische Feuerwehr-Autospiel am NES war auch von Fisher-Price. Das war wirklich unter aller Sau. Und das ist jetzt auch wirklich schlecht. Es scheint auch Auftragsarbeit zu sein. Ich sehe, das ist vom GameTech entwickelt. Ist wahrscheinlich Auftragsarbeit für wenig Geld. Die mussten das entwickeln für Fisher-Price und haben wahrscheinlich wirklich wenig Budget gehabt. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil
die Umsetzung ist schon wirklich hart an der Grenze des Legalen. Also normalerweise müssten wir das Modul nehmen und den zum Händler wieder zurücktragen. Sagen, Leute, was soll das? Einfach nur Memory? Das war's? Das hat auch damals niemanden vom Hocker gehauen, glaube ich. Ja, gut, genug abgerantet. Leute, Fisher-Price, I can remember. Ganz davon abgesehen, dass ich nicht die Zielgruppe bin, finde ich es game-design-technisch nicht gut, grafisch nicht gut. Der Sound ist miserabelst. Und boah, ja, ich mache jetzt Schluss. Ich verschwende nicht mehr meine Zeit länger damit. Das ist einfach nur so.